So, Hallihallo, heute zum Digital You Show and Tell live mit Dr. Christian Stein. Hallo, lieber Christian. Hallo Katrin, ich freue mich hier zu sein. Ich freue mich total, dich hier zu haben. Ich blende uns mal ein. So, da sind wir. Wir starten heute durch und sprechen über Lernen in Microsteps. Ich habe das jetzt mal genannt, Change spielerisch erobern. Und ja, unser Thema ist. Ja, ist komplex, aber auch total spannend, finde ich, weil, ja, weil wir hier ganz viel lernen über Gamification, über das Spielen, über technische Anwendungen, vernetzt sein, aktuelle Themen, die Menschen haben und die ihr tatsächlich angeht mit euren Angeboten. Und wir lernen ja hier in der Digital You Community tatsächlich vernetzt miteinander im Podcast und eben hier im Live. Und für mich ist das immer wieder interessant, was so Vernetzung bringt in Lernprozessen und in Change-Prozessen. Deswegen bin ich damals, als ich den Podcast mit dir hörte, bei einer anderen Kollegin gleich angesprungen und habe gesagt, nee, als Trainerin ist das total interessant, mit solchen neuen Tools zu arbeiten, so eine App zu haben, mit der tatsächlich Inhalte übergebracht werden. Und ihr seid eben extrem innovativ, ihr geht das Leben sehr spielerisch an. Du hast so einen schönen Satz gesagt, ja, für mich gibt es nichts Ernsteres als das Spiel. Dazu werden wir dann nachher auch noch sprechen. Ja, und bevor wir jetzt dazu kommen, wer du bist, einmal kurz das, was die Hörerinnen und Hörer dann hier erwarten können. Also es geht um ein digitales Kartenspiel, das Unternehmen einsetzen, um Change-Prozesse zu begleiten. Das ist auch im Trainingskontext einsetzbar. Und ihr nennt euch selbst die Change Gamer, ja, und wir diskutieren darüber, wie viel Macht in dem Spiel liegt, im spielerischen Herangehen an das Leben. Da bin ich ganz dabei, ja. Und wir leuchten mal aus, was ihr so für Kundinnen und für Kunden habt und welche Anwendungsfälle quasi mit eurer Singleton-App, so heißt nämlich die App, ihr angeht. Und in welcher Form dann hier die Algorithmen auch wieder ins Spiel kommen. Und bevor wir, ja, das ist ein schönes Bild ins Spiel kommen, bevor das tatsächlich wir ja diesen Talk starten, möchte ich gerne dich einmal kurz vorstellen. Christian ist tatsächlich hier in Berlin ansässig, gehört mit, ja, mit dem, was er macht, zur Humboldt-Universität in Berlin, nämlich zum Exzellenzcluster. Das hat mich damals sehr beeindruckt. Und ja, du hast mir gerade im Vorgespräch schon erzählt, wie riesig das ist. Darauf kannst du ja vielleicht gleich auch nochmal selber eingehen. Von Haus aus ist wieder interessant, da scheine ich irgendwie so drauf anzuspringen, ist Sprache für dich total wichtig? Schreibst du auf deinem LinkedIn-Profil, ja, also Sprache und Informatik, du hast Literaturwissenschaften studiert, Linguistik und Informatik. In der Schulzeit schreibst du, da hast du schon dich mit der Softwareentwicklung für Prozessoptimierungen beschäftigt, also ein weiter Weg. Da hüpfen wir jetzt mal so drüber, aber der heutige Stand ist eben, dass du CTO, also Chief Technical Officer bist, bei Humo Ludens. Das ist eine GmbH, die hervorgegangen ist aus eurem Exzellenzcluster, um im Unternehmenskontext eben in den Austausch zu kommen. Ja, und ich weiß auch, dass du gerade, das kann ich ja vielleicht verraten, zu einem Vortrag und zu einer tollen Veranstaltung in LA bist. Bei dir ist es jetzt nicht 13 Uhr mittags, sondern 4 Uhr in der Nacht. Und ich danke dir total, dass du hier die Nacht so verlängert hast für unser Gespräch. Ja, erzähl doch mal, was magst du noch ergänzen? Also gerade dieses Thema Exzellenzcluster ist natürlich extrem spannend. Ja, also tatsächlich sind wir losgelaufen mit dem Thema Spiel im ganz großen Sinne, Spiel für die Gesellschaft, Spiel in allen möglichen Bereichen, die wir vielleicht nicht als Spiele identifizieren würden, im Exzellenzcluster Bildwissen Gestaltung. Und das ist tatsächlich das größte interdisziplinäre Projekt, ich glaube, aller Zeiten gewesen, mit über 46 Disziplinen, die dort beteiligt sind. Und das hat natürlich so ein bisschen den Nährboden geschaffen, um ganz weit und vielfältig auch über so ein spannendes Thema wie Spiel nachzudenken. Und wir haben ganz schnell bemerkt, das Thema Spiel, das geht in alle möglichen Bereiche rein. Ja? Also in alle möglichen Disziplinen, in alle möglichen gesellschaftlichen Bereiche. Es ist so ein Querschnittsthema, das ganz viele anspricht und miteinander verbindet. Und das hat mich fasziniert und deshalb haben wir da weitergemacht. Okay. Und
Vielleicht kannst du uns jetzt mal abholen zu eurer Singleton-App, also zu dem digitalen Kartenspiel, auf das ich schon hingewiesen habe, wo ihr vor allen Dingen im Unternehmenskontext Inhalte gestaltet, um Change zu begleiten, sagen wir mal in der Überschrift. Aber vielleicht kannst du uns mal abholen, was macht ihr da überhaupt? Genau. Ja, also die Idee hinter Singleton ist eigentlich, dass Veränderung sowohl in der persönlichen Entwicklung als auch in einem Unternehmen. Stopp mal, ich habe hier einen Widerhall. Ich habe hier einen Widerhall. Moment. Kein Problem. Na. So, ich bin live gegangen und habe es übertragen. So was Blödes. Also nochmal, entschuldige bitte. Kein Problem, alles gut. Genau, die Idee ist tatsächlich, dass wir gesagt haben, alle Veränderungsprozesse, ob es jetzt um eine individuelle Veränderung geht für sich selber, ob es um eine Veränderung in einem Team geht, in einem Unternehmen, die passieren natürlich in gewisser Weise oder fangen im Kopf an. Aber wenn sie im Kopf aufhören, dann haben sie sich eigentlich nicht realisiert. Das heißt, wir müssen etwas tun. Wir müssen unser Verhalten ändern. Und das ist so eine große Forderung und die ist natürlich extrem schwierig umzusetzen. Und wir haben gesagt, um diese schwierige Veränderungsforderung praktikabel zu machen, in den Alltag integrierbar zu machen, brauchen wir etwas, das motiviert und nicht noch mehr Druck ausübt. Ja. Und deshalb haben wir gesagt, wir bauen ein Spiel. Wir bauen ein Spiel, das Veränderung hilft, leicht, unterhaltsam, sozial, gemeinsam in den Alltag zu integrieren. Und zwar mit ganz vielen kleinen Miniaturaktionen, die ich im Alltag unterbringen kann, die für sich genommen wirklich ganz leichtgewichtig sind, ganz wenig Zeit in Anspruch nehmen und Ah, jetzt haben wir leider verloren die Standleitung. Mache. Warte mal, Christian. Ich überbrück mal schnell. Also, dass wir merken uns, dass er einen ganz leichten Angang hatte und dass er es leicht machen will und motivierend. Oh, wie schade. Wir haben ganz viel geprobt vorher, ob das dann auch hält. Und jetzt ist er leider nicht mehr da. Wie bedauerlich. Liebe Leute, die hier drin sitzen, meldet euch doch wirklich mal, von wo ihr euch einschaltet. Ich sehe, es sind ein paar drin. Vielleicht kriegen wir den Christian nochmal wieder. Wir haben auch schon besprochen, dass wir sozusagen einen Notfallplan haben. Nee, er ist jetzt erstmal wirklich ganz raus. Ich überbrücke jetzt hier mal, kleine Impro-Show. Ja, Leute, also lernen in der Community. Wer ist denn da? Meldet euch doch bitte mal im Chat. Da sehe ich schon was. Hallo, Holger. Paradox schreibt, oh, Holger, hallo. Er schreibt, ich blende das mal ein. Dann kann der Christian sich währenddessen wieder einschalten. Paradox, eines der wichtigsten Kennzeichen von Spielen ist, dass es augenscheinlich zweckfrei und absichtslos geschieht, aus Freude an der Aktivität selbst. Und zugleich ist Spielen alles andere als nutz- und sinnlos. Spielen, so der Arzt und Psychiater Braun, oh, Holger, du bist ja echt im Thema, trägt zur Entwicklung unseres Gehirns bei und hält uns geistig fit. Es macht uns kreativ und bereitet uns auf unbekannte Situationen vor. Es fördert unsere soziale Kompetenz und bringt Begeisterung und Freude in unser Leben. Wow, Holger, also, lieber Christian, eine bessere Überleitung und einen besseren. Wir haben ein kurzes Pro-Seminar hier von Holger gehabt. Ich weiß nicht, ob ihr euch kennt. Hallo Holger, toll, dass du dabei bist. Kommt Hallo. aus der Nähe von Kassel und haut hier gleich mal richtig was raus. Christian, schön, dass du wieder dabei bist. Jetzt müssen wir uns ein bisschen Ja, sorry, ich hatte moderat. kurzen Aussetzer, jetzt bin ich Ja, wir wieder müssen uns jetzt mal moderativ da. abstimmen. Wir machen jetzt mal Folgendes. Ich nehme. Also erstmal, Holger, vielen Dank und wir kommen da gleich nochmal drauf zurück. Ja, jetzt holen wir erstmal Christian ab. Und du hattest ja so gesagt, okay, pass mal auf, das Spiel es muss leicht sein, es muss Spaß machen und dann haben wir dich irgendwann verloren. Also viel von dem, was du vielleicht noch gesagt hast, haben wir jetzt nicht abgeholt. Setz doch nochmal ein. Ja, kein Problem. Sorry für den kurzen Aussetzer. Ich glaube, jetzt sollte alles wieder gehen. Das ist, wie gesagt, ein ganz wichtiger Ansatz, dass wir gesagt haben, mehr Druck im System, das bringt niemandem was. Wir brauchen
Motivation, die von innen kommt, intrinsische Motivation derjenigen, die Veränderung leben wollen und nicht nur sozusagen sich auf die Webseite schreiben wollen oder ähnliches mehr. Haben dann gesagt, das können wir nicht erreichen, indem wir so große Forderungen stellen wie, ja, ich muss jetzt ganz bestimmte Sachen unbedingt jedes Mal umsetzen, sondern wir wollen da eine Leichtigkeit reinbringen, wir wollen auch eine Abschließbarkeit reinbringen. Das ist ganz wichtig, ja. Das heißt, die Aktionen, die ich ausführe, die sollen sich schon wie ein Erfolg, wie ein Fortschritt anfühlen und sozusagen nicht ja, große Hindernisse im Weg und auch in dem vollgepfropften Alltag, in dem wir so leben, darstellen. Und das machen wir jetzt, wie gesagt, mit den sogenannten Mikrointerventionen. Das sind ja, kleine Aktionen, die machen Spaß, die sind in den Alltag sehr gut integrierbar, weil sie eben wenig Zeit benötigen, gleichzeitig aber sozusagen schrittweise aufeinander aufbauen. Und wenn man mehrere von diesen Aktionen ausgeführt hat, ich habe immer als Spieler die Wahl, welche ich gerade ausführen möchte, welche mich gerade motiviert, welche auch gerade in meinen aktuellen Tag vielleicht reinpasst. Dann ergeben sich daraus eben tatsächlich Verhaltensänderungen, die auch im Alltag ankommen, die ich sozusagen umsetze in dem, was ich jeden Tag tue. Und das haben wir verpackt in ein digitales Kartenspiel, in eine App, die man sich aufs Smartphone laden kann, bewusst auch nicht im Browser, sondern auf dem privatesten digitalen Gerät, das immer dabei ist, immer in der Hosentasche. Und das mir eben wirklich spannende kleine Karten als Aktionen vorschlägt, indem ich dann bestimmte Bereiche meiner persönlichen Entwicklung stärken kann. Die nennen wir Superkräfte. Und so kann ich dann von Level zu Level, von Karte zu Karte, alleine oder im Team meine Fähigkeiten tatsächlich im Alltag unterbringen und mich weiterentwickeln. Das ist die Idee. Ja, und ich kann ja ein bisschen was beisteuern, weil ich bin ja tatsächlich Anwenderin und was, also wir haben bei Digital You das tatsächlich umgesetzt für den physischen Einkommen in die Plattform LinkedIn. Und was halt toll ist, was mir immer sehr gefallen hat, was du gerade sagtest, es hat so den agilen Ansatz, dass ich mich entscheide, was jetzt bei mir ansteht oder was ich jetzt machen will. Ja, also dieses Intrinsische wird dann nochmal umgesetzt, indem ich immer so ein Set von Karten auf der Hand habe. So vier, fünf Karten sind da, glaube ich, vorne. Und da kann ich so durchswipen und mir überlegen, ah, das mache ich jetzt. Das spricht mich jetzt an. Ja, und wenn ich diese kleine Mikro-Mikro-Handlung verdaut habe oder umgesetzt habe, und ich kann jede Karte ja auch nochmal umdrehen, ne, wenn ich das für mich bewältigt habe, das dauert wirklich immer nur so ein, zwei Minuten, dann kommt eine neue Karte rein. Und das macht es ja auch spannend, ne? Was kommt jetzt Genau. dazu? Genau. Okay, erzähl mal Im weiter. Hintergrund haben wir natürlich die Möglichkeit, diese Karten wirklich aufeinander aufbauen zu lassen und zu sagen, wenn diese eine Aktion erledigt ist, naja, dann kommen vielleicht zwei, drei Karten später eine, die darauf aufbaut und das auf eine nächste Ebene führt. Und so bauen wir eigentlich aus ja, größeren Verhaltensänderungsprojekten eben diese kleinen Mikrointerventionen. Man hat eben auch immer die Überraschung dabei, was kommt jetzt als nächstes? Vielleicht liegt einem eine Karte auch nicht, dann kann man sie abwerfen. Das mit dem Umdrehen ist auch ganz gut, weil man dazu nochmal mehr Informationen bekommen kann. Warum wirkt das jetzt eigentlich? Was steckt da eigentlich dahinter? Je nach Spielertyp gibt es durchaus Personen, die da sehr interessiert dran sind. Und so haben wir eben ja eine Interaktion, die sich die neugierig macht, die Spaß macht und die keinen Eintrag im Terminkalender braucht, weil es eben so kleine Aktionen sind. Und ich stelle mir das so vor, wenn ihr dann zum Beispiel im Unternehmen seid, und da kommen wir vielleicht nochmal so in Richtung Anwendungsfälle, ne? Aber wenn Ja. es um so große Themen geht wie Resilienz oder wie Verhaltensveränderungen, die im Unternehmen zu einem Change-Prozess führen sollen, bei dem Einzelnen. Was ich weiß, ist, dass ihr ja mit den Unternehmen erstmal in eine Art Workshop geht und sagt, das Genau. Unternehmen, also der Unternehmensvertreter sagt, jo, wir wollen das und das verändern, eine Kulturwandel, groß. Und dann kommst du wahrscheinlich mit deinem Hackebeil und sagst, so, und daraus machen wir jetzt mal ganz kleine Mikrointerventionen. Richtig? Also so muss man sich's vorstellen und ihr bricht das mit den Unternehmen gemeinsam runter. Genau, das ist tatsächlich eine Besonderheit, dass wir mit Singleton
maßgeschneiderte Lösungen für die Unternehmen bauen. Das heißt, das ist keine Standardlösung, die jetzt für jeden passen soll, sondern uns ist es ganz wichtig, dass Mitarbeitende sich darin auch wiedererkennen, dass die tatsächlichen Strukturen des Unternehmens widerspiegelt. Da kommt auch mal irgendwie ein Wort drin vor, wie wird die Kantine im internen Sprachgebrauch genannt, ja, oder konkrete Bezüge zum Unternehmen. Und gehen wir in den Dialog. Wir reden typischerweise mit Mitarbeitenden aller Hierarchiestufen in diesen Workshops, um wirklich rauszufinden, wo sind die Pain Points, was ist realistisch auch in der Umsetzung und was ist völlig utopisch, und versuchen sozusagen Interventionen, Karten zu schreiben, die wirklich in den Alltag der Mitarbeitenden reinpassen und das adressieren, was gerade Thema ist. Jetzt kommt gerade eine Frage rein, Andrea sehe ich. fragt, ja, könnt ihr noch mal ein konkretes Beispiel nennen? Du hast es jetzt ja schon so, bist ja schon auf dem Weg runter und hast jetzt noch mal so den Anwendungsfall. Aber vielleicht, was ist denn so, was steht denn Ja. dann so klassischerweise auf so einer Karte drauf? Wie kleinteilig wird's? Ja. Ja, ich gebe mal ein Beispiel, das geht in den Bereich Unternehmensentwicklung für die Übernahme von Verantwortung. Und da haben wir eine Karte, die sich großer Beliebtheit erfreut. Und das ist unsere CC-Karte, in der einfach nur steht, schreibe die nächste E-Mail, die du verfassen möchtest, ohne CC. Es gibt nämlich ganze CC-Kulturen in Unternehmen, wo teilweise 10, 15 Leute im CC immer mitgeschliffen werden. Man muss das auch irgendwie immer selber mitlesen. Und dahinter steckt eigentlich vielleicht so eine gewisse Unsicherheit. Will ich jetzt alleine Verantwortung für diese Entscheidung übernehmen oder nicht? Das heißt, die Stärke, Verantwortung zu übernehmen, kann sich hier runterbrechen in eine kleine Aktion. Ja, das kostet gar keine Zeit, aber in meinem Kopf habe ich mal was anderes gemacht. Ich habe nämlich darüber nachgedacht, wer muss denn wirklich über diese E-Mail Bescheid wissen, wer muss die denn wirklich in CC haben und wo ist es zum Reflex geworden? Ja, und dann kann man auf so eine Karte weiter aufbauen und nächste Schritte tun. Aber da sieht man, wie konkret es werden kann und wie anwendbar und wie spürbar dann auch im Effekt. Ja, und das gefällt mir also außerordentlich gut daran, dass ihr wirklich in der, also die Handlung wiedergeht, also, und zwar die gewünschte Handlung. Ja, jetzt mach Ja. doch mal das. Also du kriegst immer Impulse. Jetzt überleg doch mal das oder mach doch mal das. Ja, und aus einem Gespräch von vor ein paar Monaten weiß ich noch, dass es dann in den Unternehmen ja teilweise so ist, wenn ihr das als Multiplayer macht, da sind wir noch gar nicht drauf eingegangen, ne? Singleplayer-Version und Multiplayer-Version, dass ja manchmal auch Teams miteinander spielen, ne? Also ich bewusst jetzt nicht gegeneinander, sondern sie spielen schon auch im Unternehmen weiterhin miteinander. Das ist ja semantisch extrem wichtig, um nicht noch Total. weitere Silos da zu bestätigen. Ja, Aber ja. dass es dann in einem Unternehmen so ist, dass manchmal die Leute dann, wenn sie um die Ecke kommen und irgendwas sagen, der Kollege sagt, sag mal, ist das jetzt noch, ist das jetzt Realität oder spielen wir jetzt hier, ja? Und am Ja, Ende ja. ist ja alles, ne, also jetzt kommt die Philosophin unter uns, ist das hier nicht alles ein großes Spiel? Vielleicht kannst du das noch mal ein bisschen herleiten. Ja, genau. Also in dem Moment, wo ein ganzes Unternehmen das spielt, und das ist einer der großen Vorteile von Singleton, dass wir sozusagen jetzt nicht gezielt auswählen müssen, welche Mitarbeiter jetzt sozusagen in den Genuss kommen, sondern man kann das wirklich breit ausrollen und damit auch wirklich letztendlich für alle als Angebot mitgeben, dann passieren natürlich Effekte, dass man selber Karten gesehen hat, beobachtet Verhalten von anderen und fragt sich genau diese Fragen. Und das wollen wir. Ja, wir wollen, dass die Leute sich fragen, ist das jetzt Spiel oder ist das jetzt ernst? Ja, weil dann passiert natürlich genau das, was der Effekt des Ganzen ist, dass sich natürlich die Aktion selber und die Person, die sie ausführt, in den breiteren Kontext stelle, ja, und eben nicht so genau weiß, was steckt dahinter. Im Übrigen ist es auch eine Vereinfachung, neue Handlungen auszuprobieren, wenn sie erstmal im Schutzraum des Spiels passieren. Wir nennen das Schutzraum des Spiels, weil das Spiel ermöglicht einem erstmal auch Sachen zu machen, ja, die würde man vielleicht so erstmal nicht tun, hat vielleicht auch Sorge, wie wird man wahrgenommen? Ist das so noch eine konsistente Darstellung meiner Person? Normalerweise verhalte ich mich anders, aber in dem Moment, wo das Spiel sozusagen ins Spiel kommt, traue ich mich auch, mich anders zu verhalten und habe damit die Chance, mich neu zu erfinden. Wir hatten sogar
Spielergruppen. Ich denke gerade an eine Organisation mit tatsächlich mehreren tausenden Mitspielern, die dort gespielt haben. Nach Ende des Spiels haben die einfach weitergemacht. Ja, die haben sich selber Karten einfach auf teilweise selber in Photoshop und Paint gemalt und zugeschickt. Die haben sich Karten aufgeschrieben, auf die Schreibtische gelegt, weil da eben ein Prozess losgegangen ist, der die Spieler auch wieder zu Game Designern gemacht hat. Ja, sie wollten ihre eigenen Karten schreiben, ihre eigenen Interventionen und das sind so Momente, da merkt man, dass Spiel und Realität wirklich auf die bestmögliche Art und Weise zusammenkommen. Da geht einem doch das Herz auf. Ich meine, wenn du sowas, oder? Du entwickelst Total, sowas und ja. die spielen dann weiter. Ist Ja, doch ein. sind tolle Beispiele, ja. Ja, gib uns gerne auch noch ein bisschen Einblick am Beispiel, in welcher Vielfalt ihr da unterwegs sind. Also klar, das Ja. Thema ist meistens eine Veränderung, eine Transformation, aber in welchen Branchen und mit welchen Zielrichtungen vielleicht noch? Gerne, ja. Also wir sind tatsächlich in ganz verschiedenen Branchen unterwegs. Also wir haben beispielsweise einen großen Automobilhersteller unter unseren Kunden. Wir haben eine Krankenkasse unter unseren Kunden. Wir haben aber auch Hersteller von Baustoffen unter unseren Kunden oder Mobilfunkanbieter. Also wirklich Bereiche, wo Unternehmen ab einer Größe, wo ja schon Kulturwandel eben nicht mehr im kleinen Kreis geändert werden kann, sondern wo viele Personen beteiligt sind, wo aber gemerkt wird, dieser Kulturwandel ist notwendig, wenn wir zukunftsfähig uns aufstellen wollen. Und das ist so ein schwammiges Wort, ja, Kulturwandel. Man hat dann typischerweise in solchen Prozessen, findet man Werte für das Unternehmen und vielleicht Definitionen, was die bedeuten sollen. Das bleibt aber sehr abstrakt. Wir gehen normalerweise dann in das Unternehmen, wenn diese Wertefindungsphase entweder schon im Gange ist oder bereits abgeschlossen ist und es dann darum geht, das wirklich im Unternehmen zum Einsatz zu bringen. Es gibt aber auch andere Bereiche, die vielleicht interessant sind. So haben wir zum Beispiel zu Beginn der Pandemie im Rahmen des Wir versus Virus Hackathons tatsächlich auch ein Singleton-Deck zur Vorbereitung für das, was die Pandemie uns abfordert, gebaut. Das ist dann sehr erfolgreich gelaufen, in den sogenannten Solution Enabler gekommen. Und da haben wir gemerkt, das Ganze ist nicht nur relevant für Unternehmen, sondern auch unter Umständen für den medizinischen Sektor. Wir sind dann mit der Caritas haben wir ein Projekt gestartet zur Steigerung von Resilienz bei Pflegekräften. Ganz, ganz interessanter Bereich, ja. Pflegekräfte, die natürlich unter extremem Druck stehen, unter extremem Zeitdruck und eine Ausfallquote haben, die viele, viele andere Bereiche bei weitem übertrifft. Wie kann man für solche eine solche Zielgruppe resilienzstärkende Maßnahmen wirklich im Alltag integrieren, wenn der Zeitplan schon so eng ist, dass kaum etwas anderes machbar ist. Ja, da sind natürlich strukturelle Probleme dahinter, aber wir haben eben versucht, was können wir jetzt tun? Und dann dieses Singleton-Deck für die Resilienz für Pflegekräfte entwickelt. Haben dann weitergemacht, gemerkt, es gibt auch andere sehr spannende Bereiche. Ebenfalls mit der Caritas entwickeln wir gerade ein Deck zur Sekundärtraumatisierung. Da geht es also darum, dass Berater, die beispielsweise Flüchtlinge, Geflüchtete aus dem Ukraine-Krieg beraten und mit denen sprechen, dass die sich vor der sogenannten Sekundärtraumatisierung schützen können, das erkennen können, was passiert, wenn sie bestimmte Bilder oder Geschichten erfahren, die einfach extrem verstörend sind. Wie können sie sich selber vorbereiten? Und auch dafür haben wir ein Singleton-Deck entwickelt. Man denkt jetzt, was hat denn in so einem ernsten Bereich eigentlich das Spiel zu suchen? Und genau da würde ich eben sagen, das Spiel hat genau da etwas zu suchen, weil es eben in der Lage ist, einen Raum zu schaffen, in dem eine andere Wahrnehmung und ein anderes Training möglich ist. Und ja, es gibt weitere Beispiele von Partnern, mit denen wir arbeiten. Wir arbeiten mit den Johannitern zum Beispiel gerade in einem ähnlichen Bereich oder auch mit einer psychosomatischen Klinik, wo wir einfach merken,
wo der medizinische Bereich uns ganz viel beibringt. Das sind all diese Faktoren, wie können wir das Spiel eigentlich so einsetzen, dass es Menschen wirklich hilft. Und wenn es da klappt, dann da bin ich überzeugt, dann können wir diese Erfahrungen auch erfolgreichen Unternehmen übertragen. Da würde ich gerne mal reingehen, weil du ja eben auch die Pflegekräfte erwähnt hast, die ja wirklich am Limit sind, ja. Total, Wie ja. schafft die es dann noch, diese täglichen 2, 3 Minuten da irgendwie zu implementieren? Also gibt es schon mal die erste Karte, wann hab ich Raum für das Spiel, ja? Wie macht ihr Ja, das? ja. Genau, also auch da ist natürlich eine extreme Herausforderung, weil bei den Pflegekräften teilweise auf Minuten genau die Arbeitsabläufe optimiert worden sind. Wo kriegt man sowas überhaupt noch unter? Ja? Und deshalb haben wir gezielt Momente im Alltag gesucht, auch getrennt zwischen ambulanten und stationären Pflegekräften, in denen das möglich ist. Das sind teilweise 20, 30 Sekunden, in denen man eine mentale Übung macht, in denen man beispielsweise vielleicht mit Gegenständen der Umgebung arbeitet, mit Klientinnen, Patientinnen arbeitet, oder wo einfach ein Verhalten oder eine Geisteshaltung gegenüber vielleicht einer Routinetätigkeit sich punktuell einmal ändert. Und ja, das sind eben häufig Aktivitäten, wo es gar nicht um die großen Veränderungen geht, oder die großen Aktionen geht, sondern um verändertes Verhalten, das man ohnehin tut. Und da setzt eben Singleton, glaube ich, deshalb funktioniert es, weil eine weitere Zeitbelastung, zu sagen, wir müssen jetzt hier noch irgendwie eine Stunde am Tag zusätzlich irgendwie dieses Spiel spielen, das würde überhaupt nicht funktionieren. Wir müssen also wirklich diese Punkte finden. Das haben wir geschafft, indem wir wirklich mit den Pflegekräften selber gesprochen haben, ganz intensiv. Wie sieht der Alltag aus? Wo ist der Stress? Wo kommt auch der Frust hoch? Weil das natürlich häufig Menschen sind, die auch ihren Beruf einfach gerne machen und Menschen helfen wollen und merken, dass die strukturellen Gegebenheiten ihnen das nur noch bis zum gewissen Grad auch in der Form erlauben, wie sie es gerne machen würden. Und da eben kleine Akzente zu setzen, das ist das Ziel gewesen. Okay, das ist einmal so die Resilienzförderung bei Pflegekräften. Und du hattest ja vorhin schon gesagt, wie muss ich es mir denn vorstellen beim Mobilfunkhersteller? Und wird es dann ganz technisch bei dem Automobilhersteller oder geht es da dann auch immer um die persönliche Resilienz oder kann es auch mal ganz andere Züge annehmen? Es gibt auch ganz andere Themen. Ne? Resilienz ist ein Thema, das, glaube ich, auch in viele Bereiche reinragt. So ist es schon. Aber natürlich kann es auch um ganz, ganz technische Themen gehen. Wir haben Decks gebaut, wo es beispielsweise darum geht, ein korrektes Verhalten in Bezug auf Datensicherheit im Unternehmen zu etablieren. Ja? Oder sind gerade in der Vorbereitung eines Decks zur Verbesserung der Diversität im Unternehmen. Also Themen, die aus verschiedenen Ecken kommen. Das kann auch sehr, sehr technisch werden. Wir haben kürzlich ein Deck gemacht, da geht es tatsächlich darum, verschiedene Aspekte der Digitalisierung aufs eigene Unternehmen anzuwenden, zu denken, wie kann man das im eigenen Alltag verbessern. Das war zum Beispiel in einer Verbindung mit einer Schulung, ja, wo eine Schulung letztendlich vorangegangen ist und es dann mit Singleton darum gegangen ist, das Ganze im Alltag unterzubringen. Das ist einer der Vorteile. Wir nennen das Superkräfte, das heißt verschiedene, ich sage mal, Kategorien oder Themenbereiche, die man stärken kann über diese Karten. Und die können auch aus ganz verschiedenen Bereichen kommen. Also es ist denkbar zu sagen, ich verbinde ein Agile Thinking-Thema mit betrieblicher Gesundheitsvorsorge und einem Resilienzthema. Das ist über Singleton sind diese Themen tatsächlich in einem Spiel kombinierbar. Und nochmal so zum Deck. Ich hatte damals, glaube ich, so 51, 52 Kärtchen. Ja, das ist ja dann das Deck sozusagen, ne? Genau, Das richtig. Kartendeck. Ist das so eine übliche Größe oder wie viele Karten lasst ihr dann so los auf die Spielerinnen und Spieler? Ja. Das ist tatsächlich so eine gute Startgröße. Wir haben je nach Größe der Themen teilweise bis zu 120 Karten im Deck.
die dann eben mit dem Unternehmen zusammen abgestimmt werden. Aber so eine Anzahl ermöglicht eben schon auch eine Spielzeit von 4 bis 6 Wochen. Und da sieht man auch gleich an der Spielzeit, es geht nicht um eine punktuelle Intervention, sondern um eine kontinuierliche Begleitung im Alltag. Und wenn man das mal auf DIN A4 Seiten ummünzt, ist das schon eine ganze Menge, was da zusammenkommt in Bezug auf tatsächlichen Aktionen. Ja, auch wenn jeder einzelne davon ganz klein und überschaubar daherkommt. Und was ich eben noch erinnere, ich zeige das jetzt hier mal, also das Beispiel, wenn man jetzt hier so vorgeht, das ist quasi der Screen. Auf der linken Seite sehen wir, ich sage es mal jetzt für alle Podcast-Hörer, wir sehen einen Screenshot mit einer Karte drauf, da steht oben Singleton und dann steht hier Ausspielen. Das heißt, wenn ich diese Handlung vorgenommen habe, erste Kaffee oder Tee steht hier bei mir, mache erstmal LinkedIn auf, ja. Also es ist ja so eine Mikrointervention. Genau, So, dann habe richtig, ich ja. das gemacht, ja, und dann kann ich die Karte quasi hier nach oben ausspielen, ja, also hier oben nach oben rechts, links, rechts, rechts. Ich kann aber auch Genau. sagen, ach nö, ich werfe die erstmal ab, das ist jetzt gerade nichts, dann kriege ich eine neue reingespielt und ich kann sie eben umdrehen. So, und wo ich jetzt gerade hin wollte, weil du von den Superkräften sprachst, das ist jetzt hier so eure Gestaltung, ja. Du hast also deine Hand, meldest dich an in der App und kriegst halt erstmal die erste Hand und fängst an zu spielen und irgendwann kommen dann so Level. Ja, da sammle ich halt, ihr nennt es, glaube ich, Science, ne? Sings, Da, genau, ja. oh, falsch ausgesprochen, sorry. Alles gut. ja, Sims. Und dann feiert mich da immer wieder so dieses kleine Menschgeil, was ich sehr, sehr sympathisch finde. Aber nochmal so um intrinsische, extrinsische Motivation, ich muss ja schon den Willen haben, das zu spielen. Und dann werde ich halt immer noch so ein bisschen gefeiert, oder? Also La Pola macht hier ja keiner mit, oder? Wie siehst du das? Genau, das ist eine Frage, die kommt ganz häufig. Müssen denn dann alle spielen? Und wir sagen, nein, keiner muss spielen. Wenn jemand spielen muss, ist es kein Spiel mehr. Ja? Spiel basiert auf Freiwilligkeit. Was wir machen, ist ein Angebot an die Mitarbeitenden. Und das sorgt auch schon mal für eine ganz andere Wahrnehmung. Ja? Das ist ein Angebot, an dem ich teilnehmen kann, aber nicht muss. Und damit ist es, komme ich auch in eine andere Geisteshaltung in der Auseinandersetzung mit diesem Spiel. Was wir häufig beobachten, ist, dass wir in der Anfangsphase, muss es auch erstmal ein bisschen anlaufen, dann beginnen einige Kolleginnen und Kollegen zu spielen und dann kommen andere neugierig auf sie zu und fragen, was machst du denn da eigentlich? Was ist denn das? Und dann beginnen sie sozusagen auch, weil sie merken, das ist jetzt nicht eine weitere Aufgabe auf dem Stapel, sondern das ist wirklich etwas von den Mitarbeitenden für die Mitarbeitenden. Und so funktioniert eigentlich dann auch eine Ausbreitung im Unternehmen, dass ganz viel Motivation auch eben aus den Teams kommt, ne? Natürlich könnte man sagen, naja, wie können wir denn die Wirksamkeit messen, wenn nicht alle spielen müssen? Uns ist ganz wichtig, dass wir keine Rückführbarkeit auf einzelne Personen anbieten und auch nicht möglich machen. Das heißt, alle spielen anonym. Es gibt aber eine Zuordnung zu Teams und dann kann man schon Aussagen darüber treffen, beispielsweise, welche Karten sind besonders viel und schnell gespielt worden, wo gab es vielleicht Karten, die sind abgeworfen worden oder lange auf der Hand verblieben. Und daraus können wir dann Rückschlüsse ziehen, wie weit eigentlich ein Unternehmen auch bereit ist, bestimmte Sachen umzusetzen oder wo es eben noch hakt. In einigen Fällen sind die HR-Abteilungen, sehen dann das erste Mal in Zahlen, was sie vielleicht teilweise auch schon länger vermutet haben, und reagieren dann auch nochmal gezielt mit weiteren Maßnahmen ins Unternehmen rein. Will sagen, Freiwilligkeit steht ganz oben auf der einen Seite, heißt aber nicht, dass wir keine Daten erfassen, denn das ist unser zweites großes Standbein, wirklich Aussagen darüber treffen zu können, was ist denn im Alltag angekommen und wo hakt es noch? Und das ist tatsächlich dann ja so die Art und Weise, wie ihr im Hintergrund, weil ich sprach vorhin die Algorithmen an, ja, also wie ihr eben in die Programmierung geht und vielleicht, also ohne uns jetzt uns Laien zu überfordern, aber ihr habt ja schon eben Spieltheorie und alles, was man so weiß, umgesetzt in Ansätze, wie dann tatsächlich das Spiel technisch auch vonstatten geht. Also vielleicht kannst du uns da noch mal ein bisschen entführen in eure Welten. Klar. Natürlich wissen wir aus der Spieleforschung, welche Maßnahmen, welche Mechaniken zur Motivation gut geeignet sind. Und ein ganz wichtiger Teil dessen ist die Balance zu halten
zwischen dem, was wir sozusagen ja die Ausstiegszonen nennen, also Überforderung auf der einen Seite und Langeweile auf der anderen Seite. Das heißt, das richtige Maß an Herausforderungen zu finden, wo ich sage, oh, das ist interessant, das traue ich mir zu, aber das ist, mache ich nicht eh schon, das ist irgendwie schon eine kleine Herausforderung. Diesen Moment zu treffen, ist natürlich schwierig und ist individuell auch unterschiedlich. Aber wenn das gelingt, dann geh ich mit einem ganz anderen Gefühl auch in die Bewältigung der Aufgabe. Ich bin ein bisschen herausgefordert worden und ich habe es dann geschafft. Das ist ein ganz anderes Learning, als wenn ich sage, ah ja, das mache ich eh schon alles oder oh Gott, das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Genau, und diesen Punkt versuchen wir zu erreichen und das tun wir, indem wir beispielsweise verschiedene Schwierigkeitsgrade mischen, dass man immer auch ein bisschen die Wahl hat, ist etwas mit etwas mehr Zeit, ein bisschen mehr mentaler Hürde gerade angebracht oder brauche ich gerade was ganz Einfaches und reagieren sozusagen im Hintergrund auch darauf, welche Karten gerade ausgespielt werden, welche Karten in welchen Level, nach welchem Fortschritt kommen und welche Karten in welcher Reihenfolge eigentlich miteinander verknüpft sind. Wir versuchen also, den Moment zu optimieren, dass die Spieler Karten auf der Hand haben, die sie spielen wollen, die sie herausfordern und die damit den höchstmöglichen Lerneffekt erzielen. Und das macht ihr tatsächlich auch technisch unterstützt. Also nicht nur so, Genau. wie gesund, ja, okay, indem ihr also da Genau. Programmierung reingebt, wenn dann, das ist ja auch ein Algorithmus, ne? Also so, ja. Genau. Also wir versuchen wirklich, ich sage immer, das Spiel schaut zurück, ja. Das heißt, es ist nicht nur ein Spielsystem, das ein Spieler spielt, sondern das Spiel guckt auch sich den Spieler an und sagt, was ist denn eigentlich für den Spieler gerade richtig, ja, um Motivation zu schaffen, um den Spieler auch dabei zu behalten. Und da müssen wir einfach auf die unterschiedlichen Spielertypen reagieren und haben ja einen ganzen Blumenstrauß eigentlich an Spielmechaniken eingebaut, der unterschiedliche Spielertypen motiviert. Zum Beispiel die Frage nach dem Team, ja, wo ich dann eben auch sehen kann, was machen andere eigentlich gerade, ja. Wir haben kompetitive Elemente, wo es darum geht, ja, wie weit ist das Team A denn gerade, wenn ich in Team B bin und da passiert gerade was, das motiviert Leute. Natürlich spielen am Ende alle zusammen und nicht gegeneinander, so wie man auch Schach miteinander spielt und sozusagen nur im Spiel gegeneinander, aber am Ende spielt man ja miteinander. Darum geht es, diese Momente zu finden und mit Mechaniken technischer Art zu hinterlegen, die für verschiedene Spielertypen sozusagen das richtige Maß an Motivation erzeugen. Und wie ist das denn, wenn es jetzt für Trainingszwecke eingesetzt wird? Also man kann ja den Change-Prozess begleiten und dann kann man es durch die Karten abgleichen, hast du eben gerade gesagt, für HR schon mal sagen, guck mal, diese Karten wird gar nicht gespielt, da habt ihr ein Thema. Und holt ihr dann ganz in der Reflexion auch nochmal die Spieler zusammen und lasst sie an, also ist dann das Spiel auch nochmal quasi ein Impuls, über das darüberliegende Thema zu sprechen? Also dreht ihr so eine Schleife dann auch noch? Total. Also es geht natürlich darum, das Spiel ist Anlass, um Veränderungen zu besprechen, zu erleben. Typischerweise machen wir dann tatsächlich eine kleine Siegerehrung. Ja, welche Teams haben eigentlich in welchen Superkräften beispielsweise waren am stärksten? Und darüber initiieren wir eigentlich so die Reflexion, den Austausch, sich auch zu fragen, was bedeutet das denn jetzt? Wir waren jetzt in der Superkraft Fehlerkultur besonders gut und vielleicht in einer anderen nicht so gut. Und diese Reflexionsprozesse passieren ja sozusagen auf der Metaebene über das Spiel. Und nicht selten nehmen wir sowas dann auch mit in die nächste Runde, dass man sagt, naja, jetzt spielen wir noch eine weitere Phase von 4 bis 6 Wochen, vielleicht mit einem etwas anderen Themenschwerpunkt, der sich aus der letzten Spielphase und den Diskussionen darüber ergeben hat. Im Endeffekt wollen wir, dass die Menschen über ihre Veränderung sprechen, miteinander sprechen und zwar sich auch bewusst machen, was klappt davon, was klappt davon nicht. Was ist reine Theorie und was kommt wirklich im Alltag an? Was fühlt sich gut an? Ja. Und das tut man gemeinsam. Und wir haben häufig auch gehört, dass wir dadurch im Prinzip ja so eine indirekte Teambuilding-Maßnahme haben. Ja. Die Leute reden darüber, wie sie als Team funktionieren. Und das ist natürlich dann ein besonders schöner Effekt.
Ja, es ist ein Träumchen. Und nochmal zum Feedback. Also bei mir in dem Powerplay, was ich mal gemacht habe, hat dann die Henriette gesagt, das Spiel ist ein starkes Format und eine coole App. Und es ist ja natürlich dann sozusagen wahrscheinlich das Sahnehäubchen, wenn die Inhalte des Spiels in diesen Metadiskussionen stattfinden. Und wenn, ja, wie du es vorhin gesagt hast, wenn die Leute einfach weiterspielen, obwohl der Zeitraum vorbei ist, ne? Erzähl nochmal, das habe ich vorhin mir noch gemerkt, kleinste Runde an Teilnehmenden und größte Runde an Teilnehmenden, also von wo bis wohin geht das? Ja, also wir haben auch schon kleine Runden gehabt mit 20 Teilnehmenden als wirklich kleinste Gruppe. Aber wir haben in verschiedenen Phasen Singleton auch schon mit, ich glaube, in der größten Form 4.500 Mitarbeitern gespielt. Das heißt, da muss man natürlich dann nochmal ein bisschen anders drüber nachdenken, wie strukturiert man Teams und welche Inhalte sind auch für welche Bereiche besonders geeignet. Will sagen, die Gruppengröße verändert zwar ein bisschen, wie man das Spiel aufbaut, wie man die Inhalte konzipiert, aber das ist wirklich skalierbar, ja, von kleinen Gruppen. Wir haben teilweise Führungskräftespiele, wo wirklich kleinere Gruppen miteinander intensiv spielen und eben ganz große Unternehmens-Rollout-Geschichten, wo es darum geht, die Werte des Unternehmens wirklich bis in die verschiedensten Bereiche spürbar zu machen. Ja, die Flexibilität ist da. Wenn man das weiß, dann kann man das Spiel auch darauf gut maßschneidern. Ja, das ist ja natürlich eine herrliche Vorstellung. Ich meine, ich bin jetzt schon lange nicht mehr in einem Unternehmen oder in einem Konzern, aber dass die Chefrunde nicht eine WhatsApp-Gruppe hat, wo sie sich irgendwie gegenseitig das letzte Drei-Sterne-Menü austauschen, sondern tatsächlich spielen miteinander. Ja, Eine schöne Vorstellung. genau. Ist auch teilweise gerade für Führungskräfte natürlich eine Herausforderung, dass auf einmal eben bestimmte Aktionen oder auch Entscheidungen anders getroffen werden sollen aus Singleton heraus. Das ist nicht einfach immer, ne? Aber soll es auch nicht sein. Ein Spiel ist nicht immer nur einfach. Es soll motivieren und man soll das Gefühl haben, man tut etwas, was interessant, sinnhaft, bedeutsam ist. Und wir haben natürlich auch gesehen, es gibt einige Karten, da haben sich einige Führungskräfte auch nicht so richtig rangetraut. Ja, das kommt auch vor. Und auch das ist Erzähl Teil mal des eine, Spiels. bitte. Na, also zum Beispiel ist es schwierig gewesen, in einem Beispiel zu sagen, ich kritisiere meinen Vorgesetzten wiederum als Führungskraft. Ja, das ist ganz schwierig. Haben wir ge gemerkt, da gibt es teilweise Hierarchievorstellungen, die offene Kommunikation in eine bestimmte Richtung nahezu unterbinden. Ja. Das haben wir ganz klein in den Daten gesehen, das passiert nicht. Und auch das Sozial ist Teil des erwünschtes Spiels. Verhalten Ja, genau, versus, ne? natürlich. Ganz klar. Ja. Wir haben aber auch witzige Karten drin. In einem Beispiel war eine Karte da drin. Da ging es um einen Baustoffhersteller, der die Karte entwickelt hat. Ja, stell dir einen Sack Zement auf den Schreibtisch. Ja, von der eigenen Herstellung, um im Blick zu haben, was du eigentlich jeden Tag machst. Und da haben wir ganz, ganz, ganz zauberhafte, wunderbare Fotos bekommen von. Das ist ja dann, ja, wenn es dann so äußerlich sichtbar wird, ne? Ich bin im Spiel und Genau. jetzt kommt der Sack zu mir. Genau, genau. Ja, sehr, sehr gut. Ja, Ach ja. Mensch. Das ist das Schöne. Man arbeitet auch mit dem Raum, ja, mit den Objekten, die einen umgeben. Wir haben zum Beispiel in einer Kampagne, wo es darum ging, die neuen Anforderungen eigentlich des digitalen Arbeitens in der Pandemie zu reflektieren. Hatten wir eine Karte, wo es darum ging, einen obskuren Gegenstand in den Hintergrund des eigenen Videoformats zu stellen und zu warten, bis einen jemand darauf anspricht. Ja? Und das sind so Momente, die sind witzig, die sind spannend und gleichzeitig steigern sie die Reflexion darüber, wie werde ich eigentlich wahrgenommen? Ja? Was kommt eigentlich rüber und über welche visuelle Wahrnehmung werde ich eingeordnet? Kannst du das sehen, was ich hier habe? Ja,
Der Smiley im Der Hinterkopf. Ja, Smiley. genau, das sind so Details, ne? Die haben natürlich einen Effekt, ja. Und sowas kann man wunderbar mit so kleinen Karten machen. Kostet nicht viel Zeit, ist lustig, Macht spaßig und Spaß. hat auch eine Sichtbarkeit nach hinten raus, ja. Und da sind wir dann aber wieder. Am Ende macht es in der Sekunde Spaß, es ist sichtbar, aber es hat tatsächlich einen ernsten Anspruch. Ja, also da sind wir wieder bei dem, es gibt für dich nichts Ernsteres als das Spiel. Und Genau. erzähl mir nochmal, um das so abzubinden. Also vielen Dank erstmal für diesen Einblick, ja. Gerne. Berichtet auch mir nochmal, wie das ist, wenn das Spiel so der berufliche Inhalt ist. Wissen alle Menschen, also so wie Holger das vorhin ja auch geäußert hat, ja, was das Spiel bewirken kann und dass es so leicht daherkommt und dass es doch so viel mit uns macht, mit uns Menschen? Nehmen manchmal Menschen dich nicht für voll, weil sie denken, der macht Spiele? Oder wie ist Ja, das? tatsächlich. Also es gibt so eine Art ja, Vorbehalt, dass Spielen irgendwie was für Kinder ist, was für Entspannung und Unterhaltung. Natürlich sprechen wir gerade auch mit den HR-Abteilungen häufig darüber, was ist denn der Unterschied zwischen einem Spiel und einer anderen Maßnahme? Es dauert meist nicht lange, bis die Leute verstehen, was für eine Power da eigentlich drin steckt, ja, weil es eben wirklich die Stoßrichtung umkehrt. Ich drücke nicht etwas rein, sondern ich schaffe etwas, wo Leute hingehen wollen. Und da steckt eine ungeheure Macht drin. Ich glaube persönlich, dass das Spiel das wichtigste Medium im weitesten Sinne unserer Zeit ist und wir ganz, ganz viele Bereiche sehen werden, in denen Spiele unseren Alltag und die ja, vermeintlich ernstesten Strukturen unserer Gesellschaft verändern werden. Ganz häufig arbeiten ja auch schon insbesondere digitale Werkzeuge mit Mechaniken aus dem Game Design, ja, also das, was man häufig als Gamification kennt. Diese Systeme kommen nicht als Spiele daher. Die werden auch nicht als Spiele erkannt oder wahrgenommen und funktionieren trotzdem so. Ja. Das heißt, auch LinkedIn übrigens funktioniert Der absolut All-Star. genau nach Gamification-Mechaniken. Ja. Wenn diese Erkenntnis einmal eingesetzt hat, dann sind die Vorbehalte meistens schnell vom Tisch. Aber es stimmt natürlich. Also die erste Assoziation ist, wie jetzt ein Spiel, da kommt schon mal Verwunderung auf. Mega, ich habe keine Fragen mehr. Wenn es hier noch aus der Runde welche gibt, wir kommen mal so langsam in die Zielgerade. Ich fand es echt interessant, dass du gesagt hast, irgendwie das Spiel schaut zurück, ja. Also diese Interaktion auf vielen unterschiedlichen Ebenen. Ach so, ja, eine Sache habe ich noch. Habt ihr schon irgendwo mal irgendwas, wo ich tatsächlich von einem freien Anbieter eine Möglichkeit habe, mir das als Zuschauerinnen und Zuschauer jetzt irgendwie mal anzuschauen? Also gibt es irgendwo so einen kleinen Sneak-Preview, einen Zugang oder sowas? Ja, also einfach mal bei singleton-change.de vorbeischauen oder mit einem von uns auf LinkedIn vernetzen. Dann verteilen wir auch gerne Probedecks, die man einfach mal anspielen kann, ausprobieren kann, wie funktioniert es. Denn so ist das mit Spielen. Sie erklären sich am allerbesten, wenn man sie spielt. Und dazu wollen wir natürlich animieren. Also wir freuen uns über jede Anfrage, die dort auf uns zukommen. Ja, cool. Wir haben tatsächlich das so gar nicht vorbereitet, aber du kannst mir nachher nochmal, wenn wir fertig sind, den Link geben. Ich stelle den Link hier dann auch nochmal in die Kommentare. Du hast es gerade schon angesprochen. Wir können dich bei LinkedIn tatsächlich ansprechen zur Wiedererkennung. Hier tatsächlich das LinkedIn-Profil, dein LinkedIn-Profil. Und hier sieht man auch nochmal ein bisschen die Ebenen aus der App. Habt ihr grafisch echt gut aufbereitet, ne? Und dann meldet man sich an und geht halt so durch. Du kannst ja nochmal überlegen, ob wir alles besprochen haben. Ich mache nochmal einen kleinen Ausblick auf die nächsten Wochen. Wir haben nächste Woche geht es nochmal ums Lernen, nämlich ums New Learning, das sich andockt an New Work. Und wir haben Benjamin Jaksch zu Gast, Creative Learning Catalyst.
Also der ist Lernexperte und reflektiert, kannst du jetzt schon mal gucken, bei LinkedIn in seinem Feed wahnsinnig viel übers Lernen in der heutigen Zeit. Und mit New Work geht es dann weiter. 27. September, Julie Jankowski, die Autorin des Buchs Good Work, ist zu Gast. Und dann fremdeln wir mal so richtig mit dem Thema New Work. Christian, haben wir alles besprochen? Ist irgendwas offen geblieben? Ich glaube, wir haben tatsächlich einen guten Rundumschlag hinbekommen und ich freue mich ganz, ganz besonders, wenn es weitere Fragen gibt und gerne stellen, einfach vernetzen und ja, dann kriegen wir alles gelöst, was noch offen geblieben ist. Klasse, das freut mich. Ihr könnt euch jetzt auch hier nochmal verabschieden von Christian. Ich rede hier mal so drüber und werde mal versuchen, wieder den Bildschirm zu teilen. Christian, vielen, vielen, vielen lieben Dank für diesen Rundumflug, für die Einblicke bis in die letzte Führungskräftekarte und was da nicht so funktioniert. Und ja, ich wünsche dir gutes Gelingen in Danke. LA mit dem Vortrag. Danke, danke für diese Nachtschicht und ja, tschüss, tschüss aus Berlin. Hat großen Spaß gemacht. Danke, Katrin. Danke an alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Tschüss. Tschüss.